so, da hat jetzt hier sein Heißluftballon aufgebaut, oder wie soll ich, ja genau, da hat sein Heißluftballon aufgebaut. Ja, nicht schlecht. Ach so, wir müssen dort noch Eindringlinge besiegen, ja gut. Da waren aber jetzt auch nicht allzu viele drin, also das muss man auch dazu sagen. Da muss man schon mehrmals rein, um die alle zu besiegen. Ich glaube, da war gerade wieder ein Leggy dabei, oder? Oder werden die Zahlen nur... Okay, die Zahlen werden auch orange angezeigt, glaube ich. Und Leggy wird ja auch noch nicht automatisch gelootet, von daher kommt das ja gar nicht in Frage. Ja, wie spielt ihr denn das Event so? Habt ihr schon Erfahrungen gemacht? Wie findet ihr das Event? Könnt ihr auch mal in die Kommentare schreiben. Das ist natürlich dann auch viel geiler an einem Livestream. Einfach einen Livestream starten, man sagt, okay, ich spiele jetzt das Event. Und dann hat man sich um nichts mehr zu kümmern. Man muss es nicht extra rendern. Es ist einfach instant schon auf YouTube online. Dann wird im Nachhinein noch vorher ein Thumbnail hinzugefügt, was im Prinzip dazu passt vielleicht. Und im Nachhinein noch ein Thumbnail, dass es dann kein Livestream mehr ist. Und dann ist man als YouTuber eigentlich fertig. Und mittendrin kann man noch interaktiv auf andere Leute eingehen, fragen, wie sie denn das Event finden und so. Das ist natürlich ein krasser Vorteil, weil ich sage jetzt sage ich halt einfach nur, ja, schreibt mal in die Kommentare, wie findet ihr das Event? Und das ist halt total unpersönlich. Das ist natürlich, wie gesagt, also Livestream, großer Vorteil. Man kann auch einfach mal man hat nicht dieses Nachbearbeiten. Man kann auch einfach mal sagen, okay, ich habe jetzt eine halbe Stunde Zeit, dann starte ich den Livestream einfach und los geht's und der Rest juckt mich nicht ganz, weil wenn ich jetzt eine halbe Stunde aufnehme, muss ich das danach die Audio bearbeiten, ich muss es nochmal extra dann rendern und dann halt noch hochladen. Das ist natürlich eine höhere Bearbeitungszeit, die natürlich nicht wegfallen wird, also es wird auch noch normale Videos geben, nicht, dass er dann denkt, ich mache jeden Tag einen Livestream, aber wie gesagt, das ist halt eine große Zeitersparnis. Und geht auch einfach mal viel besser zwischendrin. Natürlich hat man dann auch das nervische Geklicke. Aber ich habe auch schon mal geguckt, gerade selbst auch die neuen Tastaturen, welche dann schon mit dieser Technologie arbeiten, dass sie nicht ganz so laut sind. Ja, so krass leiser sind die auch nicht. Also hier haben wir jetzt 463 Leben drauf. Den könnten wir sogar mal aufheben. Ja, das Verkaufen macht immer so ein bisschen Spaß. So einen automatischen Aussortierer könnte man eigentlich auch einen Algorithmus machen, dass man dann dass man selber entscheidet, okay, ich brauche jetzt von dem Item das und der tut dir dann schon die anzeigen, die gar nicht zu dir passen, also gar nicht zu dem, was du gerade suchst. Aber wir wollen Big Point natürlich auch nicht immer überfordern, ja. Da man darf nicht zu viel verlangen. Und ich würde sagen, wir gehen jetzt nochmal in den Tempel der Schmerzen. Und danach würde ich... hier muss man aufpassen. Hier muss man eindeutig aufpassen. Man denkt, weil das so beieinander ist, ne? Die eine Seite ist Andermann, die andere Seite ist komplett mit diesem Knochenmünzen. Ist aber nicht so. Hier unten die versiegelte Kammer, die muss man sich erst erspielen. Und zwar mit diesen Steinen hier, aber ansonsten geht das ja. So, wenn man dort dann auch alles tötet, ich meine die kleinen Quarzsteine, wie viel habe ich da jetzt? Mittelgroßer 65. Na gut, da muss man schon ein kleines bisschen ranklotzen, aber das passt schon am Ende. Jetzt habe ich auch gar keine grünen Sachen mehr, also... Keine. Da leuchtet die Questnavigation schon, obwohl ich noch nicht mal die 100 hab. Eigentlich sollte eher die Questnavigation so leuchten, dass ich sehe, wo kann ich denn noch
ein paar kriegen, um die 100 voll zu bekommen. Naja, noch 23 Minuten, mal gucken, was wir in der Zeit schaffen. Also die mittelgroßen haben wir ja jetzt schon fertig, aber ich glaube, hier gibt's auch große in der Map. Müssen wir mal gucken. Ich werde jetzt erstmal wieder intelligent auf diese Dunkeldinger schalten, damit ich sehe, wo die sind. Tja, wie gesagt, dieses andere Zeug nebenbei mitnehmen, das ist ein Rundumschlag hier. Zumindest für die Spinnen, die haben noch nie viel ausgehalten. Genau, die Sandglas-Splitter haben wir ja auch noch nebenbei zu sammeln. So. Ja, andere Spiele bieten dann auch an, das einfach hier etwas kleiner zu machen und dort halt dann auch mehr Quests anzeigen zu lassen. Also wir haben jetzt hier eine Quest, die wir anzeigen lassen können immer. Wäre natürlich auch nett, wenn man dann einfach mal mit zwischen mehreren Quests hin und her schalten kann. Also hin und her schalten kann man ja. Ich kann jetzt ja draufklicken, okay, hab ich die nächste Quest. Aber dass man halt mal mehrere Quests im Überblick dann hat, das wäre noch nett. Ah, so ein kleiner Abschiedscube mal wieder getroppt, weil mein Premium ja bald alle ist. Und gerade jetzt hier, wenn man das wirklich auf normal spielt, ja, wo brauche ich denn da jetzt unbedingt Premium? Also zum Wiederbeleben jedenfalls nicht. Ja, wie findet ihr denn jetzt die Spielweise mit dem Tragan-Set? Das könnt ihr auch mal in die Kommentare schreiben, falls ihr dran denkt. Am besten immer, wenn ich sowas hier sage, mit schreibt's in die Kommentare, ja, dann macht, pausiert das Video kurz und schreibt jetzt wirklich gleich in die Kommentare, weil wenn ich 5 Sachen in dem Video sage, was ihr in die Kommentare schreiben sollt, vergesst ihr das im Prinzip ganz einfach. Also findet der Tragan besser, findet der Finster-Set besser. Ich bin ja jetzt vor allem auf Tragan gegangen, weil hier die Bosse teilweise sehr oft nicht auf Kopfnuss reagieren, deswegen brauche ich da gar nicht mit Kopfnuss anfangen. Und ihr merkt ja sowieso, dass die hier umfallen wie sonst was. Das heißt, da brauche ich auch nicht unbedingt eine Kopfnuss drin zu haben. Das Einzige, wofür ich die jetzt noch benutze, ist, wenn ich wirklich mal wenig Wut habe und dringend schnell mal 40 Wut brauche. Oder ich habe schon 20 Wut, dann ja, dann setze ich die halt ein. Und habe dann nochmal 40 dazu und dann, um halt einen Rundumschlag vielleicht hinzubekommen. Ja, ich denke mal, das nächste, was ich holen werde von den 10 Kleeblättern, ist dann auch wiederum ein One-Speed-Stein. Weil man kann natürlich die Rüstung noch höher machen, aber es ist halt echt so, dass du jetzt im PvP doch eher mehr die Widerstände brauchst. Vor allem bei der Eisattacke, bei der Explosion und so. Also man kann die Rüstung noch höher pushen, aber man hat dann halt schon die 80%. Der einzige Vorteil ist einfach am Ende, wenn dich jemand anhittet oder du stehst in der Singu drinne, dann hast du, sagen wir mal, trotzdem statt 50% noch 60% Rüstung zum Beispiel. Das ist halt der Vorteil, weswegen dann manche die Rüstung noch viel höher getrieben haben, also bis 11.000 oder so. Von daher, ja, das kann man machen, muss man aber jetzt auch nicht unbedingt, weil ihr müsst dann auch bedenken, ich bräuchte dann nochmal 10 Kleeblätter und dann, also, nee, Quatsch, also ich bräuchte nochmal 10 Kleeblätter, um dann halt 2 Steine mehr zu haben. Und dann könnte ich die natürlich auch mal zusammen craften zu einem besseren 20% Stein. Aber das muss man jetzt auch nicht unbedingt tun, also momentan reicht's auch erstmal so, ich würde erstmal auch die 5 ich würde auch erstmal 5 solche One-Speed-Steine bevorzugen. Da man die ja einfach noch nicht hat und dann kann man immer das noch am Ende ausbauen. Genau, hier ist jetzt mal ein großer Quarzstein getroppt. Von der Aufteilung her ist es ja ganz klassisch, also 100, dann 50 und dann 25.
Und grüne Essis, also es droppen viele grüne Items, aber grüne Essis wollen jetzt nicht unbedingt so krass droppen. Hier gibt es zwar genug Sand, aber die droppen halt wie gesagt nicht wie Sand am Meer. So. Ja, im Prinzip geht's ja wie gesagt nur um diese Typen hier. Diese Shark, Karabas, Goliath oder wie die heißen. Um die geht's ja hauptsächlich. Shark, Karabas, Akulith. Akulith, nicht Goliath, sondern Akulith. Ja, noch einen One, denke ich, dann haben wir auch die Talismänner zusammen. Ja, viele machen das auch nicht unbedingt, also immer diese grünen Essenzen kaufen. Ich habe das aber schon immer gemacht, also wenn ich nicht irgendwie blau oder so drin habe, dann oder rot oder lila, dann habe ich meistens immer grün drin. Weil es einen ja doch ein kleines bisschen zumindest pusht. Natürlich jetzt nicht so krass wie alle, wie andere Sachen. So, hier müssen wir uns mal wieder ein kleines bisschen aussortieren. Also das kann alles weg. Das ist unsere gute Waffenzieher gewesen. Und dieses ganze Zeug würde ich... Ja, das hat er wohl gar nicht mit eingeschmolzen. Ah, wieder Rechtsklick-Buff. Bug. Und ein Flieger. Der hat mich jetzt gerade schon die ganze Zeit abgelenkt, weil ich den trotz Kopfhörer ziemlich laut höre. Dass die Kevins immer denken, ja. Ich habe halt auch echt Besseres zu tun, als den ganzen Tag mit irgendjemand hier in Game zu schreiben. Na gut, die werden dann nicht mehr automatisch ausgerüstet. Nicht, dass ich ja noch zu viel kaufe, habe ich gar nicht nachgezählt, aber es hat gepasst vom Gefühl her. Und dann wären wir jetzt auch schon wieder in der großen Wüste drinne auf normal. Na, so die 90 Minuten aufnehmen ist schon ziemlich anstrengend. Großen Quarzsteine abgegeben, jetzt fehlen halt noch die kleinen. Die kriegen wir ja, wie gesagt, hier in der Map. Von daher fangen wir jetzt hier mal ein kleines bisschen an mit Farmen. Bleibt er jetzt wenigstens auch mal auf der Seite, ja, das war auch schon mal früher so, dass er dann immer wieder auf die erste Seite gegangen ist, was ich persönlich ziemlich nervig fand. Ich weiß jetzt nicht, wie es nach einem Map-Wechsel ist, ob er da trotzdem dann wieder auf die erste Seite geht. Jetzt droppen halt wieder grüne Essenzen, aber die werden, wie gesagt, auch schnell wieder alle gehen. Dadurch, dass das hier relativ, ach nö, ja gut, ne? Das ist halt so wieder so was Typisches, wo ich mir sage, schön, klasse. Jetzt droppen sie wohl auf einmal. Aus Versehen auf den Shop bekommen. Ja, das ist auch gut, dass da Big Point zumindest einen kleinen Klickschutz eingeführt hat, weil wenn ich dauerhaft einen Rechtsklick drücke, dann hat man halt früher immer, war eigentlich noch nie so, also es gab schon immer diesen Klickschutz, weil es könnte ja dann auch einfach sein, dass ich jetzt hier irgendwas dann kaufe, sobald ich den Shop aufmache, das ist zum Glück nicht so. Bei so diversen teureren Sachen könnte man auch nachfragen, gerade so, was weiß ich, die Karte da zum Beispiel, wollen sie die Karte wirklich kaufen, also das kann man ja dann auch selber einstellen, natürlich will ich jetzt nicht bei einem Seelenstein mitten im Gefecht gefragt werden, willst du den Seelenstein wirklich kaufen, und dann müsste man halt einfach wieder in den Einstellungen hier noch eine weitere Riege Shop einführen hier oben, und dort kann man dann, meine Güte, Alter, machen die gerade einen Rundflug oder was?
Da müsste man dann halt noch eine weitere Riege Shop einführen, bei der man dann halt einfach am Ende auch einstellen kann, dass man zum Beispiel ab 1000 an der Mand oder höher wird man gefragt, ob man das wirklich kaufen will. Weil das sind dann auch nicht so die akuten Sachen, die man wirklich mal benötigt, schnell im Kampf, wie so ein Seelenstein zum Beispiel, das braucht man ja dann nicht. Das kann man sich reglich überlegen, ob man jetzt wirklich das Item oder das Kostüm für so viel Geld braucht, weil ein Rechtsklick ist schnell mal gemacht und wenn man dann das entsprechende Andermann dazu noch besitzt, ist es natürlich nervig, wenn man das Item instant gekauft hat. Weil dann hat man es gekauft und dann, ja. Hey Support, ich hab das Item aus Versehen gekauft. Ja, ja, eigene Dummheit. Ja, natürlich ist es eigene Dummheit, aber das kann jedem mal passieren. Wir sind alle nur Menschen und dass halt die Fehler dann auch immer nicht so verziehen werden, ist dann auch ziemlich krass. Und jetzt haben wir schon 90 Stück, also ich hoffe mal die letzten 10, die droppen jetzt hier noch irgendwo. Weiter links dürfte schon nochmal so ein Käfer sein, hoffe ich. Also die droppen halt irgendwie auch bloß die Münzen, meiner Meinung nach. So, haben wir jetzt hier oben mal noch einen Käfer. Nee, sieht jetzt persönlich schlecht aus. Da drüben sind noch so ein paar Gorgonen. Die haben aber jetzt auch nicht wirklich das getroppt, was wir wollten. Ja, da würde ich sagen, gehen wir einfach nochmal rein, ist ja auch nicht das Problem. Die Map ist ja frei zu betreten, deswegen nutzen die ja auch viele, um einfach das Zeug voll zu farmen. Und der One-Speed ist jetzt gerade echt schon nett, also das lässt sich sehen. Ja, das könnt ihr euch auch merken, also hier ist mehr, also ein hoher Attack Speed nicht ganz schlecht, den kann man aber dann auch wiederum wegskillen, also jetzt war er natürlich gerade verfälscht hoch, aber 1,37 habe ich ja normalerweise, das braucht man jetzt nicht überall, also nachher, wenn ich dann den Boss gleich mache auf qualvoll, werde ich dann auch viel mehr in Leben reinstecken, weil ich ja dann auch keine Lust habe drauf zu gehen. Man muss halt dann auch gucken, wie viel macht er denn. Also ich werde es jetzt nicht provozieren, mich von einem Schlag treffen zu lassen. Dadurch, dass der Boss ja eh so drauf ist, wenn der nur einen Meter zurückgehst, trifft er dich auf einmal nicht mehr. Das kommt uns natürlich ziemlich zugute. So, da sind jetzt noch die restlichen getroppt, glaube ich. Machen wir mal einen Ausfallschritt. Genau, jetzt haben wir 107, also können wir die jetzt mittlerweile theoretisch da unten abgeben. Und haben jetzt wieder so einen meisterhaften Schlüssel. So, und dann würde ich es jetzt halt, wie gesagt, so machen, wie ich es gerade schon erwähnt hatte. Und zwar Attack Speed komplett runter, One Speed natürlich auch. Und gehen dann voll auf Leben, dann haben wir jetzt auch 10.000. Nebenbei natürlich noch einen Phönix reinmachen. Und dann würde ich schon mal... Ja, man könnte es auch mit Lila machen, ja. Weil ich sehe ja gerade, dass ich noch Lila übrig habe. Machen wir es halt mit Lila. Wird schon klappen. Manchmal probiert man dann auch im Online-Rollenspiel zu speichern. Das geht halt dann doch nicht. Aber das ist halt so die Angewohnheit. Ja, und jetzt ist er auch weggeflogen mit seinem Balkon. Mit seinem Balkon. Ballon, natürlich. Alter Schwede. Sein Balkon. Ja, solche signifikanten Fehler treten natürlich mal auf nach fast 90 Minuten Aufnehmen wiederum. Auch so Sachen wie, dass man sich mal streckt oder dass man was trinkt. Das ist natürlich auch logisch, gerade dann auch beim Livestream.
also bei der Boss ist halt einfach so, wenn man aufpasst, macht er keine Schwierigkeiten. Gut, da muss man jetzt natürlich wieder ein kleines bisschen gucken. Es dauert jetzt natürlich auch länger, die Mobs tot zu kriegen. Ah, der ist echt blöd gemacht. Also, ganz ehrlich, der trifft uns so krass, trifft er uns gar nicht. Ah, 5k mit Schutz. Ah, jetzt habe ich mal einen kleinen Trank genommen, aber passt schon, ich habe ja eh genug. Aber schwierig ist es nicht direkt. Gut, jetzt musste ich mal kurz aufpassen. Aber hier, da kann ich ja dann auch eine Kopfnuss drauf machen. Rundumschlag, habe ich mich ein bisschen mehr geheilt. Wieder Rundumschlag, drüber springen. Ja, ich schreibe halt generell immer überall zurück, weil das ist jetzt nicht mal, ich musste jetzt sowieso ein bisschen rumlaufen. Gut, jetzt heilt er sich halt erstmal wieder. Na, natürlich, gleich ruft er sie wieder. Aber da muss man halt einfach nur aufpassen. Also die gehen ja jetzt auch nicht direkt krass auf einen drauf, wie ihr seht. Das ist mehr so die einfach Ausweichen-Sache. Wir werden dann mal gucken, ob er denn jetzt mal endlich mal so ein Rang 1-Item droppt. Hier ruft er, glaube ich, die Wirbel öfters. Aber der ist easy. Also das ist, kann mir keiner erzählen, ne? Das könnte jetzt auch einen tödlichen Modus geben. Man muss halt einfach nur aufpassen. Man muss jetzt, es dauert halt einfach länger, ja. Wenn man jetzt noch nicht so der gute Char ist und noch nicht so viel Damage hat, dann dauert es halt einfach länger. Aber da ist jetzt keinerlei Schwierigkeit gegeben. Mal mittendrin einen Trank trinken muss jeder, ja. Ich behaupte jetzt auch gar nicht, dass ich den jetzt hier auf zwei Hand tanken könnte. Nicht mal ansatzweise. Wenn ich da stehen bleibe und mich treffen lasse, dann ist auch schnell Schicht im Schacht. Aber das ist ja auch nicht Sinn und Zweck der Sache. Ich tue ja hier ausweichen, weglaufen und so die ganzen Sachen machen, die man als DK auch noch beherrschen sollte. Man kann natürlich immer als DK auf viel Defensive gehen, auch mit zwei Hand. Man kann natürlich immer dafür sorgen, aber man kann auch einfach mal mit Skills spielen und auch als schlechter Spieler im Prinzip so einen Boss dann abfarmen und gegen den gewinnen. Von daher lasst euch einfach nicht immer von den Payern unterkriegen. Ihr kriegt es auch hin, indem ihr einfach mal euren Kopf einsetzt. Und wie gesagt, der Typ ist auch wieder relativ langsam. Man wendet hier die ganz klassische Herre-Dur-Taktik an mit außen rumlaufen. Und auch dieses Sand, dieser Sandangriff macht jetzt nicht so viel Damage. Und der Sandsturm, der macht jetzt 3500 pro Tick. Also wenn ihr da mal eine Sekunde drin seid, dann habe ich immer noch genug Leben übrig. Müsste ich halt ganze 3 Sekunden drin sein. Also 1, 2, 3. Und ich glaube, eure Reaktionszeit ist dann doch schnell genug, um sowas zu überstehen. Ja, vor allem mit Drachenhaut. Wenn ihr dann höhere Essenzen drin habt, ihr kriegt sowieso viel mehr Leben wieder, als ihr verliert, ja. Ja gut, jetzt natürlich 800 Lila verbraucht. Jetzt könnte ich auch wieder zu Blau gehen, weil es ja eben bloß noch die Endmobs sind. Ja gut, da hat immer noch kein Rang 1 Item gedroppt, also da bin ich schon etwas enttäuscht. Das Einzige, was er gedroppt hat, ist halt mal die Erde und so. Tja, was soll man dazu sagen? Also, andere Leute würden jetzt gleich sich dieses Pad kaufen hier, den Schwarzbären, aber ich warte dann lieber nochmal ab, weil kann ich dann auch immer noch am Ende vom Event machen. Es rennt ja nicht weg.
Gut, dann würde ich sagen, tun wir jetzt noch das kurz aussortieren. 2-3 Minütchen haben wir ja noch. Bis dann wiederum die eine Stunde, also die 90 Minuten rum sind ungefähr. Ich hatte ja auch gesagt, immer ungefähr 90 Minuten. Ob ich das nur jeden Tag durchziehe, weiß ich auch nicht. Ob ich da morgen noch Bock drauf habe zum Beispiel. Es muss ja auch nicht immer unbedingt krampfhaft jeder Tag 90 Minuten sein. Man kann auch einfach mal eine kurze halt farmen und dann einfach mal einen kurzen Statusbericht bringen. Ein paar Ones, die man gemacht hat. Was man so bekommen hat zum Beispiel. Sowas denke ich dann auch eher in die Richtung. Weil ja, ich habe jetzt nicht unbedingt ein Problem damit, die ganze Zeit hier durchgehend zu reden. Aber irgendwann, es kann ja sein, dass wir in 2-3 Tagen dann doch schon mal die Themen ausgehen, weil am Event wird sich ja jetzt nicht großartig was ändern. Es sei denn, es treten jetzt jeden Tag irgendwie ein paar neue Quests auf, dass sich da immer mal ein kleines bisschen was ändert. Perry Dotter. Die Harry Potter Verarsche. Gut, Tränengriff lege ich auch relativ selten an, deswegen sockel ich das jetzt mal dort rein. Vorhin habe ich auch bei meinem Zwerg mal die ganzen Crit-Steine zerstört, weil du als Zwerg halt einfach wirklich nie Crit brauchst. Deswegen kannst du die Steine am besten als Zwerg gar keinen Crit-Stein aufheben. Oder doch, ja, hebt Crit-Stein auf, das kann ich ja auch ein geschliffener Onyx droppen, den könnt ihr dann zumindest noch verkaufen. So, da ist jetzt ein Slivermore. Slivermore. Ja, mein einziges Ziel war ja nur, dass ich hier mal die Essenzen auf einen Stack bringe. Das habe ich jetzt mittlerweile auch erreicht. So, ein Slivermore. Das war irgendwo hier drüben. Oder ist er jetzt mittlerweile schon nach Dings gekommen? Wäre ja ein Zufluch. Was macht denn der dort? Ach, das ist ein Level 18. Okay, jetzt habe ich aus Versehen gerade wieder einen Trank getrunken. Weil ich auf D gekommen bin. Ich dachte schon, ich bin auf G gekommen. Wo ist er denn nun schon wieder? Ja. Muss er halt mal öfters auf die Map gucken. Das ist auch schon wieder sowas Geiles. Richtig blöd. So, und jetzt kann man natürlich wieder zum Farmen wieder voll auf One-Speed gehen. Beziehungsweise 4 Punkte auf Attack-Speed, damit wir die 1,35 haben. Ja, mit der Echse kann man ja auch rumreiten in dem Event oder mit dem Wüstenskorpion. Zwar nicht, auch nicht permanent, aber... Ja, da leckt ja auch ein kleines bisschen rum. Ja, das Event ist halt mal ein kleines bisschen anders, weil hier gibt's jetzt nicht direkt einen Fortschrittsbalken, muss man sagen, ne? Man kann sich halt einfach die Items hier erfarmen auf Rang 3. Man kann sie dann auch verwenden, man kann hier ein Reittier kriegen und man kann den Sandwirbel bekommen. Aber ansonsten ist es kein Event, was jetzt irgendwie einen Fortschritt hätte, bei dem man jetzt wirklich direkt irgendwie sich was erspielen könnte. Ach so, danke. Hab ich das Danke natürlich nicht vorher gelesen? Ja, damit würde ich mich jetzt erstmal von euch verabschieden. Bis dahin, tschüss, euer Zardas.